Als nächstes darf ich wieder einen Kollegen aus Ungarn ganz herzlich begrüßen. Er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und bitte, lieber Kollege Janosch, hilf mir mit der richtigen Aussprache deines Nachnamens. Ich möchte nicht ihn falsch aussprechen. Glaube ich, dass es nicht einfach ist. Horkovic Kovac, Janosch. Und auch er aus Ungarn extra zu uns gekommen. Danke von ganzem Herzen, dass wir auch uns verbünden in dieser gemeinsamen Sache. Ich habe das nicht einfach, weil 4 Minuten habe ich bekommen und in 2 Sprachen möchte ich meine Vorlesung halten. Also versuche ich es. Es ist mal viele liebe Grüße aus Budapest, allen Wienern und allen Österreichern. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kamen aus Ungarn mit einer Botschaft nach Wien. Wir haben es satt, dass korrupte Politiker in der Lage sind, ihr eigenes Volk zu verraten und sogar fähig sind, das eigene Volk bei der Vernichtung zu assistieren, siehe Covid-Gewalt. Wir haben es satt, dass die EU uns für dumm hält. Wir haben es satt, dass wir tagtäglich mit Chemtrails besprüht werden und mit Aspartam. Und mit Aspartam und neurotoxischen Fluoriden vergiftet werden und unsere Kinder mit Impfstoffen voll mit Schwermetallen und genmanipulierenden Stoffen gefüllt sind. Wir haben es auch satt, dass die EU-Politiker und unsere eigenen Politiker ständig lügen und allen menschenfeindlichen Maßnahmen sklavisch zustimmen. Bravo! Wir sind tiefst empört, dass die Politiker der EU mit der massiven islamischen Siedlung aktiv unsere europäische christliche Kultur zerstören und damit den Grundstein für den europäischen Bürgerkrieg legen. Wir glauben ganz fest, dass es an der Zeit ist, unsere Verderbe loszuwerden. Eine giftige Schlange, die WHO, die jetzt eben versucht, die Menschheit in eine totale Diktatur zu drängen, zwingt uns, dagegen zu protestieren. Wir sehen leider, dass unsere Politiker dabei scharf assistieren. Wenn wir die Machenschaften dieser Kriminellen verhindern haben, wir eine Chance, unseren Kindern ein glückliches Zukunft zu ermöglichen. Glauben Sie, dass sich etwas ändern wird, wenn wir nur all diese Gedanken hier aufgelistet haben? Ich glaube leider es nicht, denn wir leben in einem auf den Kopf gestellten System, einer auf dem Kopf stehenden Demokratie, in der nur die Macht und das Profit zählen. Menschliches Leben und alle möglichen Werte werden aus diesem sozialen System herausgefiltert. Dieses soziale Schiff sinkt. Wir müssen endlich erkennen, da dieses politische System nicht reformierbar ist, ist nur eine Gesellschaft, wäre dafür notwendig, eine Gesellschaft, die auf Empathie, Fachwissen und Liebe basiert. Diese hätte eine Existenzberechtigung. Wir müssen erkennen, dass die Politiker, die Europa führen, kein Gewissen, kein Einfühlungsvermögen, kein Fachwissen und keine Ehre haben. Bravo! Tatsache ist, dass sie eine unglaubliche Kurzsichtigkeit besitzen. Sehr geehrte Damen und Herren, von den satanischen Plänen, nur eine national engagierte Expertenregion ohne politische Parteien könnte unsere Völker aus diesem Wahnsinn führen. Ich habe im Internet eine treffende Zusammenfassung von Ungarn gefunden, aber glaube ich, das gilt für ganz Europa. Und zwar so sieht das aus. Unser Wasser ist vergiftet, unsere Luft ist verschmutzt, unser Essen ist ungesund,
Unser Gesundheitswesen heilt nicht. Unser Lohn ist wertlos. Unsere Arbeitszeiten sind endlos. Unsere Darlehen sind nicht erstattungsfähig. Unsere Politiker lügen. Unsere Führer stehlen. Die Medien sind irreführend. Unsere Gesetze sind unfair. Unsere Rechte schützen nicht. Und unsere Freiheit ist nur eine Illusion. Und hier rufe ich nochmal auf. Hände zusammen, schmeißen diese Verderbe dorthin, wo sie gehören. Meine Rede in Ungarisch kann ich leider nicht mehr machen. Keine Zeit. Entschuldigung. Als nächstes darf ich...